So, hohoho, das ist er wieder. Aber Mann, ich freue mich so, es tut mir echt leid, aber momentan ist es wirklich ganz schlimm. Also das heißt schlimm, gut natürlich, aber. Ja, ich gehe mal davon aus, dass noch ein Fragment fehlt. Zumindest wenn die Größe realistisch dargestellt ist. Uiuiui, in der Luft. Wenn die Größe realistisch dargestellt ist, der einzelnen Teile in Verbindung, oder eher gesagt, meine Güte, im Verhältnis zur Wand, die da hinten steht. Dann dürfte theoretisch nur noch ein Fragmentchen fehlen. Darauf wollte ich hinaus. Hallo, du blöder Bock. Deutsch gesagt. Die Halbinsel selbst sieht schon irgendwie extrem nach Tempel aus. Was ist das denn? Ein Ausdauerkäfer. Nein! Ach. Ja, ich sehe da jetzt keine Kiste. Wir gehen mal weiter. Boah, aber das Auge rot. Okay, ja. Wie gesagt, hier müsste eigentlich irgendwo noch das Fragment rumliegen. Okay, dafür lohnt sich Ubosas Zorn nicht. 1, 2, 3. Und 1. Okay. Jetzt wird es richtig düster hier. Machen wir es mal ein bisschen einfacher. Tschüss. Ein Rubinchen. Mal wieder eine echte Kiste. Da glaubt man ja gar nicht mehr inzwischen. Und auch die Kisten hier scheinen alle aus der Stadt zu kommen, oder? Aus Angelstädt. Und ja, da müssen wir auch noch hin auf die Insel. Ob wir jetzt hier am Ende das Fragment finden, ich habe da eher so ein zweifelhaftes Gefühl, muss ich sagen. Mich entdeckt. Tschüssi. Ja, okay, hier schon mal nicht. Wahrscheinlich eher da hinten, ne? Oh, tot, tot, tot. Tote, die tot, tot. Ich weiß, wir haben jetzt nicht den Vorteil, dass wir das sehen tagsüber, aber hier dieser Abschnitt ist ja relativ felsfrei. Da wird man das sehr gut erkennen können.
Nee, nee. Ja, ich hab wirklich ganz gezielt, wow. Ich hab ganz gezielt da hinten die Querlinie in Verdacht. Okay, da ist schon mal ein Krog. Nehmen wir mit. Aber wo ist hier denn jetzt bitte so ein Steinfragment? Tschüssi! Hasse Octoroks, ne? Das sind die furchtbarsten Gegner im Spiel. Rosa Rubin. Okay, die setzen auf dem Wasser auf, ich verstehe schon. Wir brauchen dann hierfür den Magneten für Metallkisten. Müsste ich aber inzwischen, glaube ich, eigentlich wissen. Bernstein. Kein Fragment. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass es doch da hinten sein könnte. Wie war es nochmal? Konnten wir mit dem Zora-Outfit lange schwimmen? Ich glaube schon, oder?
Ich bin irgendwie effizienter vorgestellt. Ich glaube, es geht schneller als rüber zu laufen, oder? Na, hoch. War jetzt ein bisschen sehr weit weg. Komm schon. So. Wo könnte hier jetzt... so ein blöder Stein liegen? War ja schon ein Hinweis, dass er das hier gesagt hat, oder? Mal ganz kurz ins Tagebuch reingucken. Halbers Land verstreut werden die sicherlich nicht sein, das glaube ich nicht. Warte mal bis abends und schauen dann nochmal. Ich denke mal, ich bin relativ zuversichtlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das nicht hinbekommen, hier jetzt dieses letzte Stückchen zu finden. Die anderen sind uns ja regelrecht in den Schoß gefallen. Ich erwarte halt schon, dass es hier irgendwo sein wird. Ich bin mir nur relativ unsicher, wie weit außerhalb das liegen kann. Aber aufgrund des Leuchtens würden wir das ja jetzt eigentlich gut sehen. Ansonsten wäre das da vorne eben die perfekte Ecke dafür, ne? Ausdauerkäfer. Ein seltener Käfer, der 10 Jahre lang leben soll. In Medizinrezepten bewirkt seine Lebenskraft, dass dass Ausdauer aufgefüllt wird. Also hier auf der Seite, das kann ich mir schon nicht vorstellen.
Ich habe hier halt wirklich eine große Vermutung. Beziehungsweise, es würde schon Sinn machen. Hier ist es auf jeden Fall nicht. Oder liegt das jetzt so ganz doof hier irgendwo in so einer Kerbe drin? Das ist echt doof. Die liegt bestimmt irgendwo am Meeresgrund und man muss die hochheben oder sowas. Die hatten wir auch. Ja, oder hier. Das ist sozusagen in Richtung der Halbinsel zu finden ist. Was mich jetzt stutzig macht, normalerweise sind das ja klare Hinweise, wenn er sagt, yo, da und da. Dementsprechend kann ich mir das hier eher weniger vorstellen. Saphir und Bernstein, super.
Ja. Nee. Das ist halt schwierig, ne? Hier haben wir nicht. Ich weiß halt nicht, inwieweit man sich darauf verlassen kann, dass das alles direkt in der Nähe ist. Wisst ihr? Die Hinweise sprechen eigentlich dafür, dass das nicht hier ist. Nicht gut. Okay, ich habe jetzt gerade vermeintlich eine letzte Theorie, aber meine letzte Theorie wäre jetzt, dass das war Quatsch. Ja, vielleicht, theoretisch gesehen, nur als kleine, als kleine Möglichkeit, erscheint das Ding ja nur nachts. Aber die anderen liegen ja auch darum. Ich bleib felsenfest dabei, dass wir beim Cup da vorne irgendwas haben müssen. Wir könnten ja sagen, dass das hier an der Küste war. Gogobi-Küste. Aber er hat ja ganz klar gesagt, mit der Halbinsel und vorne mit diesem Kap. Ich hab keine Ahnung, aber ich weiß es auch nicht. Hallo, kleine Ivarox. Ansonsten bin ich auch ein bisschen überfragt. Palmstrand, haben wir jetzt schon alles gesehen? Oh Gott, dann war's das ja schon. Nein! Oh weh. Aber hier ist halt nichts. Ne, ernsthaft? Ich hasse euch! Nein. Ernsthaft? Wie konnte ich das denn übersehen? Das wäre unser Tod, das wäre unser Tod. Aber schön zu wissen, dass man doch irgendwie unter so einen Eisblock kommen kann.
Ja, es zieht sich aber, es geht schneller als außenrum zu laufen. Ich denke mal, da sind wir uns einig. Wie konnte ich das denn zweimal übersehen? Okay. Ah, schön. Haben wir es geschafft. Wir können auch gerne mal was Schickes anziehen. Das sieht auch so cool aus hier, ne? Ah, passt nicht. Wie wär's denn mit. Ja. Da fehlt so ein luftiges, leichtes Hemd. So Wind Waker-mäßig. Ihr wisst, was ich meine. So. Okay, das ist das dritte Fragment. Wir haben es damit geschafft. Meine Güte. Und damit müssen wir den Tempel freigeschaltet haben. Hast du das Fragment? Ja, hab ich. Hier, guck mal. Oh, wie schön die Bändchen am Schwert sind. Faszinierend. Du hast alles gefunden. Dank dir habe ich eine gute Aussicht, den Text zu entziffern. Dafür werde ich einen Moment brauchen. Bitte gedulde dich kurz. Klasse. Ich weiß, was da geschrieben steht. Also mal sehen. Zwei Knie nieder, eins sind ihre Seelen, der Prüfung offen Tor nicht zu verfehlen. Ich weiß wirklich nicht, was das bedeuten soll. Zwei Knie nieder, eins sind ihre Seelen, der Prüfung offen Tor nicht zu verfehlen. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Du stellst dich da hinten drauf. Auch so in die Hocke gehen, niederknien. Na gut, macht Sinn. Kann es wirklich so einfach sein? Wahnsinn. Na? Da rumpelt's und pumpelt's von unten rum. Hui, was hab ich mich erschrocken. Der Atem zweier Seelen. Ich verstehe, diese zwei Seelen waren in diesem Fall du und ich. Du hast das Rätsel gleich durchschaut, wirklich beeindruckend. Hui, ich sehe, dein Blick wandert immer wieder ungeduldig zu diesem Schrein. Dann will ich dich gar nicht länger aufhalten. Nur zu, geh schon. Okay. Makaya-Schrein. Ah, super. Supi, supi, supi. Und ab dafür. Ach ja, der gute Link. Also keine Kraftprobe, oder? Sie ist im ersten. Oh Gott. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Makaya. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Schnelle Reaktionen. Ha!
Das geht aber nicht mit dem Bogen. Man darf die Fässer nicht zerschießen, ernsthaft? Oh. Oder zerschlagen. Na gut. Gut, Leute, dann machen wir das beim nächsten Mal. Ach, wie doof. Das habe ich jetzt doof gemacht. Na gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Freue mich aufs nächste Mal. Da gibt es diesen Schrein auf jeden Fall. Ich würde dann ganz gerne nochmal zurückgehen zur Stadt, denn ich bin mir sicher, da gibt es noch einige Aufgaben, die nur zu bestimmten Zeiten erscheinen und so weiter und so fort, und dementsprechend sind wir da noch lange nicht fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Oh Mann. Und bis zum nächsten Mal. Boah, ist das toll. Ciao, Leute.